Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich mit dir eine Farbtafel für die Mildliner Stifte ins Bullet Journal malen. Dafür brauchst du einmal das Bullet Journal, hier Scribbles That Matter oder welches auch immer du hast. Dann die Mildliner Stifte. Ich habe hier so ein 30er Pack, ja, mit schönen Pastellfarben. Mein Geodreieck. Den schwarzen Friction Stift. Und den Micron Fineliner. Und zu guter Letzt habe ich noch mein Faber-Castell Bleistift-Set. Ja, und dann geht's auch schon los. Jetzt schnappen wir uns die Materialien und dann geht's los im Bullet Journal. Ich mache das Ganze ganz hinten rein, weil ich denke, so häufig brauche ich das jetzt nun auch wieder nicht. Also ganz vorne muss es wirklich nicht sein. Und hinten gibt es auch schon ein paar Seiten, die sind extra dafür gedacht, dass du einen Stifttest durchführst, ne? Also um zu gucken, ob die halt durchscheinen oder so. Dann kann man hier hinten einen Stifttest durchführen. Aus dem Grund denke ich, dass die Farbtafel hier hinten auch gut aufgehoben ist. Also angenommen, ich möchte vielleicht noch von anderen Stiften eine Farbtafel anlegen, ja, dann kommt die auch wieder hier hinten rein. Wie so häufig in meinen Videos nehme ich erstmal einen weichen Bleistift und schreibe vor. Also ich schreibe mir jetzt erstmal Farbtafel vor und Mildliner, so dass ich das gleich mit einem festen Stift nachziehen kann und ich das genauso habe, wie ich es eben haben möchte, ne? Wenn, sonst ist es halt einmal geschrieben und es ist da und so kann ich dann eben nochmal wegradieren. Ja, dank des Dot-Grid-Papiers, also mit diesen ganzen Punkten, sehe ich genau, wie groß die Kästchen ungefähr werden müssen. Und deswegen gelingt es mir auch, die ungefähr gleich groß zu malen. Es gelingt mir nicht, die 100% gerade zu machen. Dafür müsste ich dann wirklich das Geodreieck nehmen. Aber ich habe gerade beschlossen, dass ich das gar nicht möchte. Also es soll nicht alles 100% gleich sein. Schon irgendwie den gleichen Abstand, ne? Der ist hier bei mir 2. Und so, dass man das ungefähr sehen kann, dass es ungefähr gleich ist. Aber nicht 100%, weil Bullet Journal, das ist ja eben auch ja, kreativ, ne? Und es soll gar nicht alles 100% gleich sein. Und deswegen male ich das einfach mit der Hand, ja, dass ich 30 gleich große Kästchen habe, die vielleicht nicht alle ganz gerade sind.
Wenn ich jetzt mit meinen Kästchen endlich fertig bin, dann schnappe ich mir den Mikron Fineliner und ziehe einmal die Überschrift nach, also Farbtafel Maltliner, und mache diese Faux Calligraphy so ein bisschen. Ne? Das heißt, ich male gleich alle Linien, die nach unten laufen, etwas dick nach, sodass das Ganze aussieht wie bei der Kalligraphie im Handlettering, ne? Dass das richtig hübsch aussieht. Das zeige ich dir aber gleich noch, also erst einmal nur mit dem schwarzen Stift und dann nehme ich gleich noch einen grauen dafür. So, jetzt siehst du direkt den grauen Maltliner-Stift im Einsatz und ich habe das ja auch schon ein bisschen dicker gemacht. Und jetzt male ich das noch einmal nach, immer so die linke Seite, dass die etwas dicker nach unten verläuft und dann kriegt das nochmal so einen ganz eigenen Charakter. Kommen wir zur Fleißarbeit und ich male nochmal alle kleinen Kästchen nach, die gleich als Farbtafel dienen. Also jedes einzelne Kästchen bekommt die schwarzen Linien. So kann ich das nochmal ein bisschen ordentlicher machen und gleich kann ich natürlich nochmal alles wegradieren, was ich da nicht benötige. Ja, du siehst schon, an dieser Stelle wird jetzt kräftig radiert. Ne? Da sind natürlich so Übrigbleibsel. Aber das ist ja gar nicht schlimm, wenn ich jetzt nicht den Friction-Stift nehme und dann erzeuge ich Wärme und würde dann alles quasi wegradieren. Aber mit dem Mikron Fineliner kann mir das natürlich nicht passieren. Deswegen kann ich jetzt hier einmal drüber gehen und alles auf einmal wegradieren. Da brauche ich auch gar nicht so vorsichtig sein, ne? Da kommt jetzt alles weg. Und dann habe ich nur noch die mit meinem Mikron Fineliner gemalten Kästchen übrig. Und dann geht's auch schon los. Ja, also wieder eine Fleißarbeit. Jetzt einmal mit jedem einzelnen Stift fülle ich jetzt auch die Farbe, so dass man das genau sehen kann, was wohin gehört. Und dann kannst du auch zwischendurch einfach mal umklappen und gucken, ob da irgendwas durchkommt. Aber wenn du gerade schon so einen ganz kurzen Blick werfen konntest, da passiert nichts. Also bleibt alles schön auf der Seite. Die Maltliner-Stifte sind dafür prima geeignet. Ja, da sieht man es nochmal. Und
Auch das Bullet Journal hält, was es verspricht, nämlich schönes dickes Papier und nichts geht auf die andere Seite durch. Das ist schon mal sehr schön. Alle Kästchen gefüllt habe, gehe ich jetzt noch mal hin und nehme einfach den Stift, den ich jetzt praktischerweise in der Hand halte, und male einmal die Linie in breit und einmal in schmal. So kann man auch direkt sehen, wie der Stift sich verhält und hat auch darüber, ja, nicht nur über die Farben, sondern weiß eben auch, wie man den Stift am besten benutzen kann. Viele von diesen Stiften haben ja zwei Spitzen und dieser hat nur eine, aber die kann ich prima einmal in breit benutzen, wirklich, und einmal in schmal. Deswegen finde ich das gar nicht so unwichtig, das hier noch einmal hinzuschreiben. Ja, das war auch schon unsere Farbtafel. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du hast jetzt einen Überblick, wie man das so macht, wenn man eben mal neue Stifte hat, ne, und diese mal ausprobieren möchte. Ist das ganz schön, wenn man die in seinem Bullet Journal hat, dann kannst du das sozusagen als Referenz benutzen. Wenn du irgendwas malst, dann gehst du einfach dahin wieder zurück und du weißt genau, welche Farbe du nehmen musst. Weil oftmals sind die Stifte ja nun einmal anders, als die Farbe jetzt wirklich ist, und deswegen ist das eine sehr gute Referenz. Ja, ich hoffe, wie gesagt, dir hat das Video gefallen und ich sehe dich im nächsten Video. Bitte vergiss nicht, uns ein Abo dazulassen und einen Daumen nach oben. Darüber freuen wir uns auch immer sehr. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!